Kommen wir jetzt zu den Lehrsätzen bezüglich Grenzwerte. Wir sehen hier von den Beweisführungen der Lehrsätze ab und vertrauen den Mathematikern, denn sie haben diese Lehrsätze alle bewiesen und dies anhand der Definition eines Grenzwertes. Lehrsatz 1, der besagt, wenn es den Grenzwert von f von x, wenn x gegen a strebt, gibt und wenn es den Grenzwert einer weiteren Funktion g von x, wenn x gegen dieselbe Zahl a strebt, gibt, dann gibt es automatisch auch den Grenzwert von f von x plus g von x, sowie auch f von x minus g von x, wenn x gegen dieselbe Zahl a strebt und es gilt der Grenzwert bei a von der Summe oder von der Differenz, das ist die Summe oder die Differenz von den zwei jeweiligen Grenzwerten bei derselben Zahl a. Ein Beispiel dazu. Wir suchen den Grenzwert, wenn x gegen 2 strebt, von x plus 3. Das ist also der Grenzwert einer Summe. Durch Lehrsatz 1 ist das gleich zur Summe der einzelnen Grenzwerte. Der Grenzwert von x, wenn x gegen 2 strebt, das ist genau unser erstes Grundbeispiel, das macht 2. Und der Grenzwert einer Konstanten, zweites Grundbeispiel, das ist diese Konstante. Der erste Grenzwert ist also 2, der zweite Grenzwert ist 3 und 2 plus 3 macht 5. So konnten wir diesen Grenzwert anhand von Lehrsatz 1 schön berechnen. Lehrsatz 2. Wenn es diesen Grenzwert von f von x, wenn x gegen eine Zahl a strebt, gibt und wenn c eine konstante reelle Zahl ist, dann gibt es automatisch auch den Grenzwert, wenn x gegen diese Zahl a strebt, von dieser Konstanten mal f von x und es gilt der Grenzwert, wenn x gegen a strebt, von der Konstanten mal f von x, das ist gleich zu der Konstanten mal Grenzwert von f von x, wenn x gegen a strebt. Kurz zusammengefasst heißt das, eine konstante Zahl, die multipliziert, kann aus dem Grenzwert raus und wird nach vorne gesetzt. Schauen wir in einem Beispiel. Hier ist die 3 eine Zahl, die konstant ist, und die multipliziert. Durch Lehrsatz 2 darf die also vor den Grenzwert gesetzt werden. Diese multiplikative Konstante fliegt raus. Jetzt steht sie draußen. Und jetzt bleibt nur noch dieser Grenzwert zu berechnen, der laut Grundbeispiel 1 gleich 2 ist. Der Grenzwert ergibt also 3 mal 2, das heißt 6. Lehrsatz 3. Wenn es diese zwei Grenzwerte gibt, wo x gegen dieselbe Zahl strebt, dann gibt es automatisch auch den Grenzwert vom Produkt dieser beiden Funktionen, wenn x gegen dieselbe Zahl a strebt. Und es gilt, der Grenzwert vom Produkt ist gleich zum Produkt der einzelnen Grenzwerte. Beispiel, Grenzwert von x², wenn x gegen 2 strebt. Das x² ist nichts anderes als x mal x und somit haben wir den Grenzwert von einem Produkt. Durch Lehrsatz 3 wissen wir jetzt, das ist das Produkt der einzelnen Grenzwerte. Grenzwert 1, das ist 2, wegen dem Grundbeispiel 1. Und Grenzwert 2, das ist derselbe, das ist auch 2, wegen dem Grundbeispiel 1. Also macht das 2 mal 2, das heißt 4. Bleiben noch drei Lehrsätze. Lehrsatz 4. Wenn es den Grenzwert von f von x, wenn x gegen a strebt, gibt und wenn es den Grenzwert von g von x, wenn x gegen a strebt, auch gibt und wenn dieser Grenzwert nicht 0 ist, dann gibt es auch den Grenzwert von diesem Bruch. Und es gilt, Grenzwert von einem Bruch, das ist der Bruch der einzelnen Grenzwerte. Beispiel, Grenzwert von 1 auf x, wenn x gegen 2 strebt.
Wir können diese Formel sofort anwenden, denn der Grenzwert von g von x, wenn x gegen 2 strebt, das ist 2 und nicht 0. Also gilt hier Grenzwert von dem Bruch, das ist der Bruch der einzelnen Grenzwerte. Der obere Grenzwert ist laut Grundbeispiel 2, 1 und der untere Grenzwert ist laut Grundbeispiel 1, 2. Also macht das ein halbes. Lehrsatz 5. Wenn f von x größer gleich 0 ist und das für alle x-Werte im Definitionsbereich von f, und wenn es den Grenzwert von f von x, wenn x gegen a strebt, gibt, und wenn dieser Grenzwert größer gleich 0 ist, dann gibt es auch den Grenzwert, wenn x gegen dieselbe Zahl a strebt, von der Quadratwurzel von f von x. Und es gilt, Grenzwert von der Quadratwurzel, das ist die Quadratwurzel von dem Grenzwert. Beispiel, Grenzwert, wenn x gegen 2 strebt, von der Quadratwurzel aus 1 plus x². 1 plus x² ist immer streng positiv, also dürfen wir den Lehrsatz anwenden. Der Grenzwert von der Quadratwurzel, das ist die Quadratwurzel von dem Grenzwert. Der Radikant ergibt als Grenzwert 4 plus 1, also ist der gesamte Grenzwert die Quadratwurzel aus 4 plus 1, das heißt die Quadratwurzel aus 5. Lehrsatz 6 besagt, dass genau dasselbe auch funktioniert mit einer Kubikwurzel. Der Grenzwert einer Kubikwurzel, das ist die Kubikwurzel vom Grenzwert. Und da man auch die Kubikwurzel von negativen Zahlen berechnen kann, entfallen diese Bedingungen bei der Kubikwurzel. Beispiel, Grenzwert, wenn x gegen 2 strebt, von der Kubikwurzel aus 4 mal x. Der Grenzwert einer Kubikwurzel ist die Kubikwurzel vom Grenzwert. Und der Grenzwert unter der Wurzel hier ergibt selbstverständlich 4 mal die 2, also 8. Somit ist dieser Grenzwert gleich zur Kubikwurzel aus 8, das heißt 2. Fassen wir nun zusammen, was wir zum Grenzwert berechnen von diesen Lehrsätzen brauchen werden. Der Grenzwert einer Summe, das ist die Summe der Grenzwerte. Der Grenzwert einer Differenz, das ist die Differenz der Grenzwerte. Eine multiplikative Konstante fliegt aus dem Grenzwert raus. Der Grenzwert von einem Produkt, das ist das Produkt der einzelnen Grenzwerte. Der Grenzwert von einem Bruch, das ist der Bruch der einzelnen Grenzwerte. Der Grenzwert von einer Quadratwurzel, das ist die Quadratwurzel vom Grenzwert unter gewissen Bedingungen. Und hier der Grenzwert einer Kubikwurzel, das ist die Kubikwurzel vom Grenzwert, wo die Bedingungen von der Quadratwurzel entfallen.